Im Irak hat der Provinzrat von Ninive die geplante Ansiedlung von 450 muslimischen Familien in der Ninive-Ebene gestoppt. Er will damit religiöse Minderheiten in der Region schützen. Zum Hintergrund: Die Ninive-Ebene ist traditionell von Minderheiten wie Christen und Jesiden besiedelt. Seit den 70er Jahren strebt die irakische Regierung durch gezielte Ansiedlung von Muslimen eine Verschiebung der religiösen Zusammensetzung zulasten der Religionsminderheiten an. Ein katholischer Priester aus dem Dorf Batella östlich von Mossul beklagte, die irakische Zentralregierung wolle die Christen aus dem Land jagen. Ackerland werde über Nacht zu Bauland erklärt und Muslimen zugewiesen. So werde Schritt für Schritt versucht, die Christen in ihren Dörfern zu dezimieren. Evangelischer Religionsunterricht ist in den weithin entchristlichten Bundesländern im Osten Deutschlands nach wie vor sehr beliebt. Das ergab eine Umfrage der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Laut dem Greifswalder Bischof Hans-Jürgen Abromeit liegt das daran, dass die Kirche als positiv in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Gegenüber IDEA erklärte er: In einer unübersichtlich gewordenen Welt fragen viele wieder nach der Relevanz von Religion. Gerade die Mischung eines staatlich organisierten, aber kirchlich verantworteten Religionsunterrichts ist hier vielen vertrauenswürdig. Die meisten Eltern, die selbst nicht in die Kirche gingen, erhofften sich zudem eine Wertevermittlung für ihre Kinder. Die 10 Gebote sollte man schon kennen, das leuchtet vielen Eltern ein, so Bischof Abromeit. Der Westen sollte mehr Zeit und Geld in eine gute Regierungsführung in Afrika investieren. Das sagte der äthiopische Prinz Aswawossen Asarate in einem Pressegespräch während der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Seiner Meinung nach seien die Gewaltdiktaturen die Hauptursache für Migration. Nicht einmal ein Drittel der Entwicklungshilfe der vergangenen 50 Jahre sei an die richtigen Adressen geflossen. Viele Afrikaner würden sich wegen Gewalt, Überbevölkerung und schlechter wirtschaftlicher Bedingungen auf den Weg in den Norden machen. Sehen Sie dazu einen Kommentar von Prinz Aswawossen Asarate. Christmenschen müssen endlich das, was in Afrika passiert, mit allen möglichen Mitteln verdammen. Sie müssen sagen, das sind alles unsere Mitmenschen. Das sind Menschen, die wie wir zum Teil auch den christlichen Glauben haben. Und wir müssen unsere Politiker dazu bringen, dass sie in Zukunft keine Waffen mehr an afrikanische Gewaltherrscher verkaufen und dass sie diese Gewaltherrscher politisch und wirtschaftlich nicht unterstützen.